Hi Vanessa. Hi Mandy, setz dich. Ich habe uns schon mal einen Kaffee bestellt. Vielen Dank. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, auch. Vielen Dank. Ich habe gerade schon einiges über Zielgruppen in unserem Portfolio gelernt. Und jetzt, finde ich, kommt ein besonders spannender Teil, denn wir wollen über das Crime-Umfeld sprechen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch etwas kritisch betrachtet wird. Und ja, Vanessa, was meinst du, woran liegt das? Du hast eigentlich den Nagel schon auf den Punkt getroffen. Und zwar liegt es daran, dass man Crime-Umfeld nur als Crime wahrnimmt, aber nicht als gesellschafts- und kulturrelevantes Umfeld beispielsweise. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass die Gewalttat, die muss natürlich genannt werden, aber das ist eigentlich nur die Rechtsgrundlage, auf der natürlich ein Urteil gefällt wird. Das heißt, gerade in unserem Podcast wie Zeitverbrechen ist es so, dass die Recherche dahinter und dieses Know-how, das ist das, was im Vordergrund steht. Den Zuhörern und Zuhörerinnen geht es in erster Linie darum, das deutsche Rechtssystem zu verstehen, die Psychologie dahinter und das Ganze miterleben zu können, mitführen zu können. Und der große Unterschied ist auch dabei, dass unsere Hosts keine Internetrecherche betrieben haben, sondern in Teilen als Gerichtsreporter oder Journalisten eben die Fälle mitrecherchiert und mitbearbeitet haben. Und das ist im Kern auch der Unterschied, warum man da eine andere Betrachtungsweise haben sollte, dass sich der User nämlich auf einer ganz anderen Ebene mit Crime beschäftigt. Das heißt also, hier schauen wir uns im Zweifel sogar eher den User an, welche Interessen der User oder die Userin gerade hat. Kannst du beschreiben, welche Userin wir denn da so treffen? Genau, also da ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir durch die User Insights, die wir jetzt haben mit unserer Ad-Server-Anbindung, da sehen wir halt, dass Crime nicht nur wirklich im Crime-Umfeld stattfindet. Wenn wir uns Targetings und Segmente anschauen, dann sehen wir da auch immer wieder, dass relevante Reichweiten durch Zeitverbrechen auch in Segmenten wie beispielsweise Wirtschaft und Finanzen aufkommen. Das ist auch total erklärbar. Die meisten würden vielleicht zusammenzucken und sagen, warum? Aber es gibt natürlich auch Episoden, in denen es um Wirtschaftskriminalität geht. Und dann ist total logisch, dass es sich auch in anderen Umfeldern widerspiegelt. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir in unserem Podcast sehen können, es gibt eine Kategorie, die wird genannt, User hörten auch. Oder User interessieren sich auch für. Und da gibt es Kategorien, aber natürlich auch nochmal im Deep Dive gesehen, welche Podcasts sind denn noch relevant. Und wenn man sich die Kategorie anguckt, die zum Beispiel ein Zeit, was jetzt User in zweiter Instanz am liebsten hört, dann ist das Entertainment. Und runtergebrochen auf dem Podcast steht an erster Stelle nach Zeit, was jetzt für den Hörer Zeitverbrechen. Und das ist super spannend, weil das würde man nicht erwarten. Absolut. Das heißt, wir kennen die Zielgruppe. Wir wissen, da steckt viel mehr dahinter. Die haben mehr Interessen, die hören andere Podcasts und wir wissen sogar, welche zum Teil sie auch hören. Genau. Wie würdest du denn jetzt so eine Empfehlung abgeben? Was würdest du empfehlen? Wie sollten Kunden für sich diese Podcasts nutzen? Wichtig ist, dass man versteht, dass der User ein normaler Mensch ist. Das fällt einem immer sehr, sehr, sehr schwer, weil man denkt in Kasten. Man sieht News-Podcast natürlich, das ist der Businessman, der hört natürlich News-Podcasts, aber auch der ist ein normaler Mensch und der hat auch einen Alltag wie du und ich. Das heißt, morgens hört er wahrscheinlich News, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, für den Arbeitsalltag vorbereitet zu sein, aber auch der hat ein Privatleben. Das heißt, am Nachmittag und am Abend hat der ein privates Interesse. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir den User in den unterschiedlichen Nutzungssituationen abholen. Heißt also, natürlich macht es Sinn, mit einem Wiederholungseffekt zu arbeiten. Das heißt, mehrere Touchpoints zu bieten, morgens in einem News-Umfeld vielleicht schnell zu informieren und ihm die Information auf den Punkt zu geben mit dem Spot. Aber abends, wenn er in seinem privaten Umfeld ist und Podcasts anders konsumiert, nämlich tiefgehend und viel relevanter für ihn, weil es sein privates Interesse ist, dann geben wir ihm einen zweiten Touchpoint, indem wir beispielsweise dann ein Umfeld mitnehmen wie Zeitverbrechen, Crimeverbrechen, wo es dann wirklich darum geht, das Interesse des Users abzufangen. Und da kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt zu, nämlich der psychologische Aspekt. Natürlich ist es so, dass man bei einem Podcast, der das private Interesse angeht sozusagen, da ist es ja automatisch so, dass man viel wacher ist und engagierter und zuhört, weil es einen privat interessiert. Und da ist es so, dass wir den User in einer ganz anderen Aufmerksamkeitsspanne erreichen. Das heißt, er nimmt das Ganze emotionaler wahr, nicht nur den redaktionellen Inhalt, sondern eben auch die Werbung und nimmt das ganz anders wahr und viel interessierter, als er das vielleicht morgens quasi to go machen würde. Zusätzlich kommt aber auch noch so eine Art Marken- und Branding-Effekt. Das ist auch nicht zu vernachlässigen sozusagen, weil du kennst das bestimmt auch, wenn du Fan von einer Marke bist, dann bist du geneigt, genau in diesem Umfeld nach weiteren Interessen zu suchen. Ja, schon. Und genauso funktioniert es auch beim Podcast. Das heißt, wenn jemand Zeit, was jetzt hört,
oder auch Zeitverbrechen in erster Instanz. Wie rum ist quasi egal. Mhm. Aber wenn ich Zeit was jetzt höre und bin auf der Suche nach privaten Interessen, dann ist es nur logisch, dass ich mich, wenn ich gute Erfahrungen mit dem Zeituniversum habe, auch mit den anderen Podcasts beschäftige und da erstmal schaue, wo sind vielleicht noch meine privaten Interessen vertreten. Und das ist sozusagen der Branding- und Markeneffekt. Und dadurch hat man einen guten Transfer des Images der Marke sozusagen auch geschaffen. Das heißt, eigentlich kann man als Fazit nur sagen, Crime ist so viel vielschichtiger, als man denkt. Und man muss das einfach viel tiefgehender betrachten, als rein in eine Schublade Gewalttaten oder Verbrechen zu stecken. Ja, super spannend, denn wir haben jetzt gerade gesehen, gerade im Crime-Umfeld ist es vielleicht weniger der Kontext, der die größere Rolle spielt, als mehr dann doch die Zielgruppe selbst, die dahinter steckt. Und wenn wir über Zielgruppen sprechen, sind wir beim Thema Targeting. Und da ist ja auch super wichtig, wie genau funktioniert das Targeting? Wo sind wir da unterwegs und wo kriegen wir die Daten her? Und dazu spreche ich jetzt gleich nämlich mit Jessica, denn sie ist unser Datenprofi und weiß genau, oder Datenexperte wohl eher gesagt, und weiß genau, wie welche Daten woher kommen und wie wir die für uns nutzen können.